Hallo Baskets-Fans, herzlich willkommen zu unserem Heimspiel der Uni Baskets gegen Young Pikes Baunach. Die Young Pikes stehen einen Platz über dem Relegationsplatz, also über dem 15. Das Hinspiel haben wir klar 75-57 gewonnen, dank einer sehr starken Defense-Leistung damals. Allerdings war auch Bambergs Topscorer nicht dabei. Baunach ist ja das Farmteam der Bose Baskets, eine sehr junge Mannschaft, sehr talentiert. Heute sind sie in Bestbesetzung hier. Das wird eine ganz spannende Nummer, da sie noch ein, zwei Siege brauchen für den Klassenerhalt. Wir wollen aber in die Playoffs. Nach dem Auswärtssieg letzte Woche in Ehingen sind jetzt die Chancen wieder relativ gut. Eigentlich müssen wir das Ding heute hier gewinnen. Mal schauen, wie es ausgeht. Viel Spaß beim Spiel. Erstmal herzlich willkommen, Paderborn. Wie seid ihr in den letzten Wochen so gelaufen und was habt ihr euch für heute vorgenommen? Na gut, also die Wochen sind sehr wechselhaft für uns. Wir haben ein paar wichtige Spiele vor allen Dingen zu Hause gewinnen können, in Essen gewinnen können. Das war sehr positiv für uns. Haben aber auch in den letzten Wochen immer mal mit veränderter Mannschaft auflaufen müssen, sodass wir heute ein bisschen zumindest unter Zugzwang sind. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass sich unsere Mannschaft über die Saison auch gut entwickelt hat und wir sind gespannt, ob wir hier heute Punkte entführen können. Herr Martin, der letzte Wochenende Doppelspieltag, einmal gewonnen, einmal verloren, aber auswärts gewonnen. Ist die Mannschaft jetzt positiv drauf? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war ja im Grunde genommen in gewisser Weise ein Pflichtsieg mit unserer Zielsetzung. Auf der anderen Seite zwei Tage vorher hier ein Heimspiel verloren. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut zurückgekommen und haben auch in Ehingen also voll verdient gewonnen. Ja, wir erinnern uns noch an das Hinspiel. Wir haben gewonnen, damals aber euer Topscorer nicht dabei. Und ihr habt ja die jüngste Mannschaft der Liga, sehr talentiert. Wie hat sich die Mannschaft entwickelt seit der Hinrunde? Ja, wir sind sehr zufrieden. Ist auch heute so, dass Ali Nikolic nicht dabei ist. Wir haben aber auch in dem ersten Saisonspiel, als wir in der Vorbereitung noch sehr am Anfang waren, in unserer Entwicklung sehr am Anfang waren, eine gute zweite Halbzeit gespielt. Daran wollen wir uns orientieren und auch messen lassen und gucken, was heute geht. Ja, und Baunach bleibt da auf jeden Fall drin. Davon gehe ich fest aus. Alles klar, dann danke, viel Spaß beim Spiel. Sind denn bei uns alle fit? Ja, also bis auf die beiden Verletzten, Nick und Luca, sind alle anderen gut in Shape. Ja, dein Tipp, wie geht's aus heute? Ja, wir gewinnen. Alles klar, dann danke, viel Spaß beim Spiel. Ja, auf jeden Fall. Der 12 sehen Sie Leon Kratzer, Center-Talent der Young Pikes, der noch einmal sein Unterzieht-T-Shirt ausziehen muss. Und dann können wir auch starten. 25. Spieltag der Pro-A-Saison 2016-2017. Morten Grimm gegen Leon Kratzer beim Sprungball. Und der erste Ball ist bei den Gästen. Ja, Kratzer am Ball. Der 1, das ist Malik Müller. Und die ersten Punkte der Partie durch Arnoldas Kulboka. Ich hatte es eben angesprochen. Heute Abend bester Werfer bei den Young Pikes. 15 Punkte im Schnitt. Talentierter junger Mann, der aus Kaunas kommt, aus Litauen. Bisher ein gutes Jahr spielt. Gut läuft runter, Gluga und auch Paderborn mit den ersten Punkten. Kratzer gegen Daubner. Macht er gut, Philipp Daubner. Kratzer kommt trotzdem zum Erfolg. Edwardson deutlich daneben. Chance zum Fast Break. Fest. Gute Aktion von Matt Fest. Eigentlich kein guter Angriff der Paderborner. Jetzt aber nochmal 14 Sekunden Zeit bekommen. Fest. Schönes Anspiel auf Grimm. Cool aus der Mitteldistanz. Den trifft er. Nach drei Fehlwürfen zu Beginn. Adams für drei. Ball ist bei den Gästen, aber ein guter Einsatz von Dominik Wolf. Und die Punkte für Matt Fest. Sag mal was zur ersten Halbzeit.
Oh, ich finde, der Start war nicht allzu gut, aber dann vor allem das zweite Viertel war ziemlich gut. Guten Vorsprung rausgebaut, jetzt am Ende noch ein bisschen nachgelassen. Aber ich denke, es ist eine gute Ausgangslage erstmal für die zweite Halbzeit. Ich bin das erste Mal hier, ich bin begeistert. Also absolut toll. Tolle Stimmung. Ich komme wieder. Also ist noch Steigerungspotenzial für die zweite Hälfte? Genau. Steigerungspotenzial für die zweite Hälfte da. Ich denke, Paderborn wird das Spiel gewinnen. Und der Abstand wird ein bisschen größer werden in der zweiten Halbzeit. Das wäre sehr gut. Was ist Ihr Tipp? Mit wie viel gewinnen wir? Oh, ich sag mal, 10 Punkte werden wir Vorsprung machen. Ja, das würde ich sofort nehmen. Vielen Dank. Viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Ja, danke schön. War sein 10. am heutigen Abend. Damit beim Double-Double bereits jetzt. Adams auf Daubner. Ball ist drin. Philipp Daubner. Tibor Taras bisher ein gebrauchter Abend für den Kapitän. Noch ohne Punkt, 3 Fouls. Jetzt also dieser Ballverlust. Daubner wieder für 3. Philipp Daubner. Kubocka versucht es für meinen Geschmack. Manchmal etwas zu spektakulär. Versucht es mit der langen Hangtime. Unnötigerweise. Daubner wieder für 3. Und wieder der Ball drin. Philipp Daubner wird jetzt von Fabian Filmeter gestoppt, der die Auszeit nimmt. 55 zu 43, 3 Minuten 4 noch zu spielen im dritten Viertel. Müller für 3, zu kurz, Rebound bei Daubner. Der Mann des dritten Viertels für mich. Und Kuhle wieder für 3. Und Filmeter nimmt die nächste Auszeit. Paderborn jetzt auf einem guten Weg. 62 zu 48. Paderborn mit dem ersten Angriff. Daubner. Kuhle und Grimm. Morgan Grimm mit den ersten Punkten knallt er in die Werbebande. Schlechter Pass von Wolf. Und dann gut ausgespielt von Paderborn. Und Filmeter nimmt nach nur 40 Sekunden die Auszeit. Ist alles andere als zufrieden mit seiner Mannschaft. 16. Turnover mittlerweile. Kuhle für 3. Und das ist ganz wichtig, Paderborn ohnehin mit den Dreiern am heutigen Abend zum genau richtigen Zeitpunkt. Das ist das, was den Unterschied macht. Baunach nur 2-mal von außen erfolgreich, Paderborn 8-mal. Hinzu kommen natürlich die vielen Turnover, wie schon im Hinspiel. Damals hatten die Baunacher sogar 29 Ballverluste am Ende. Ballverlust, Baunach, Ivan Buntic mit dem Fast Break und dem Dunk. Zweiter Sitz, 22 Punkte, 6 Rebounds, Luis Olinde. Baunach verteidigt schon gar nicht mehr und auch Paderborn bricht ab. Die Unibaskets gewinnen das Heimspiel gegen den Tabellen-14. Mit 89 zu 76 bleiben damit mitten im Rennen um die Playoffs. So, nach einer knappen Pausenführung und einem grandiosen dritten Viertel haben wir das souverän zu Ende gespielt. 89-76. Hätte sogar noch ein bisschen höher ausfallen können. Da hat man am Ende in der Defense das ein bisschen schleifen lassen und Bamberg werfen lassen. Egal. Sehr gute Mannschaftsleistung. Topscorer bei uns heute, Matt West mit 19 Punkten. Auf der anderen Seite leider Kulboka mit 24 auf Baunacher Seiten. Das hätte nicht sein müssen. Aber egal, 2 Punkte. Klassenerhalt klar gemacht heute und die Ansprüche nach oben nochmal klar untermauert, hier in die Playoffs zu kommen. Mal schauen, was die Spieler sagen. Ivan, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und wohl auch zum Klassenerhalt. Sehr souveräne Defense-Leistung heute. Was sagst du zum Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen immer in der Defense erstmal anfangen und dann können wir für die Offense halt schauen. Und Spiele werden eigentlich in der Defense gewonnen und nicht mit der Offense.
Ja, wir haben es heute gesehen. Olinde, Kulbuka und Kratzer im Prinzip durchgespielt, aber die drei waren eigentlich auch nur die einzigen drei, die da richtig gespielt haben. Ja, genau. Also die Mannschaft von Baunach, die hat so viel Talent und man weiß nie, wer wann irgendwann den Schritt weiter oder den Schritt raus machen kann und dann ein super Spiel halt abliefern kann. Und zum Glück haben wir heute gewonnen und ja. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Dreier gegen Baunach liegen dir besonders, oder? Ja, ist natürlich für mich schon ein bisschen ein besonderes Spiel, weil ich ja auch länger in Bamberg gespielt habe und auch für Baunach gespielt habe. Und ich kenne ja die meisten Jungs und bin natürlich glücklich, dass es heute für uns so ausgegangen ist. Ja, am Ende eine souveräne Leistung. Am Anfang nicht so gut rausgekommen, aber dann ab dem zweiten Viertel eigentlich das Spiel klar kontrolliert, oder? Ja, wir waren nicht voll fokussiert am Anfang, haben in der Defense immer mal ein bisschen was schleifen lassen. Ich glaube, wir haben dann einen Schritt nach oben gemacht in der Defense, mit höherer Intensität gespielt und das ist denen natürlich auch schwerer gefallen. Und vorne haben wir den Ball gut bewegt und haben heute mal unsere Würfe gut getroffen auf jeden Fall. Ja, jetzt gucken wir nach vorne, also Klassenerhalt ist gecheckt. Geht jetzt noch was für die Playoffs? Müsste eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen erstmal vom Spiel zu Spiel schauen und dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison stehen. Ja, ich meine, wir sind jetzt im Kampf um Platz 8 dabei und wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir freuen uns jetzt erstmal heute, dass wir das gewonnen haben. Und ab morgen oder Montag dann, wenn das Training wieder losgeht, ist der Fokus auf Chemnitz. Und dann schauen wir Step by Step, wo wir am Ende landen. Ja, dann sage ich danke. Viel Spaß heute Abend und wir sehen uns. Ja, mach's gut. Ciao. Ja, Uli, 89-76 gegen dezimierte Baunacher. Topscorer von Baunach heute nicht dabei, aber trotzdem haben wir heute souverän gespielt. Ja, auf jeden Fall. Baunach schon geschwächt durch den Ausfall von Alexej Nikolic, der gestern noch 12 Minuten in der Euroleague für Bamberg gespielt hat. Nichtsdestotrotz haben sie uns das Leben wirklich bis, ich sag mal so Anfang, Mitte des dritten Viertels sehr, sehr schwer gemacht, haben auch gezeigt, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Von daher auch da Hut ab mit so einer kurzen Rotation und einer jungen Mannschaft hier auch auswärts Paroli zu bieten. Am Ende hat für uns das Teamplay den Ausschlag gegeben, als wir wirklich angefangen haben, den Ball gut zu bewegen und unsere Würfe zu treffen, konnten uns absetzen. Ausdruck dessen 33 Assists, ist glaube ich ein überragender Wert als Mannschaft. 5 Spieler zweistellig, dazu Chase noch mit 9 und 10 Assists. Also durch die Bank einfach wieder eine gute Leistung der Mannschaft und mich freut es einfach, dass wir hier so auftreten in der Phase der Saison und einfach jetzt mit so viel Spaß und Freude dem letzten Playoff-Platz hinterherjagen und ja, ich hoffe einfach, dass wir den Schwung jetzt aufrechterhalten und nächste Woche Chemnitz wird ganz, ganz schwer, das wissen wir, aber im Grunde genommen haben wir nichts zu verlieren. Ja, wir können hier in dem Spot, wo wir jetzt sind, nur gewinnen und nehmen das an und dann schauen wir mal, was möglich ist. Ja, ich war eben unten in der Presseecke, muss ja sagen, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Das ist völlig untergegangen heute. Letzte Saison wird das noch gefeiert. Im Vorjahr hatten wir ja dann den Wackler mit Warten bis Mai. Jetzt sind wir da einfach durch und abgehakt, oder? Ja, aber darauf haben wir eigentlich schon die letzten Wochen gar nicht mehr geguckt, weil wir auch immer wussten, die Mannschaft ist gut genug, um einen Playoff-Platz mitzuspielen. Deswegen zwischendurch immer, wenn auch mal ein Down kam, ja, wir hatten ja die 5 Niederlagen dann über Weihnachten, wir haben uns immer an den orientiert, die vor uns stehen und das machen wir auch so weiter und damit sind wir gut gefahren. Ja, jetzt habe ich eben gesehen, bei Bamberg 4 Spieler haben über 30 Minuten gespielt. Das heißt, die haben eine sehr kleine Rotation gespielt im Prinzip, während wir das viel breiter streuen konnten. Das lag ja nicht nur Nikolic, oder? Nee, natürlich. Also sie haben einen Kreis von sehr, sehr guten, talentierten Spielern, aber dann ist das Gefälle in der Mannschaft auch sehr groß. Und wenn dann einer wie Nikolic, der sonst, wenn er dabei ist, auch noch über 30 spielt, nicht da ist, verteilen sich eben die Minuten anders. Das wussten wir auch und wir haben gesagt, irgendwo in der zweiten Halbzeit werden bei denen sicher auch mal die Kräfte schwinden, auch wenn sie im Durchschnitt vielleicht 5 Jahre jünger sind als wir. Aber das haben wir dann auch gut genutzt in den entscheidenden Phasen, wo wir uns absetzen konnten. Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Ja, jetzt habe ich, normalerweise sagen wir nichts zu Einzelspielern, aber heute 2 wollte ich doch mal kurz ansprechen. Einmal Ivan in der Defense, war heute sensationell. Ja, auf jeden Fall hat seine Aufgabe gerade in der zweiten Halbzeit gut gemacht gegen Leon Kratzer. Einfach physisch dagegen gehalten, 2-3 Steals geholt, sich selber auch belohnt für die gute Defense-Arbeit. Und genau das brauchen wir auch, dass halt Spieler, die von der Bank kommen, mal dann einen Schritt nach vorne machen und uns einfach ein bisschen mehr geben als üblich. Und heute war das ein wichtiges Matchup für uns gegen Kratzer und Ivan hat das herausragend gemacht. Ja, der zweite Spieler ist Philipp Daubner.
Der spielt ja gegen Bamberg oder Baunach besonders gerne als Ex-Baunacher. Die Dreier haben massiv geholfen in der kritischen Phase. Ja, auf jeden Fall. Er ist dann irgendwie zwischendurch heiß gelaufen. Die anderen haben ihn auch gefunden. Das war gut. Und er hat auch weitergeschossen, wenn er mal einen nicht getroffen hat. Also Philipp setzt eigentlich den positiven Trend fort der letzten Spiele. Der hat gegen Gotha hier letzte Woche für mich bisher seine beste Saisonleistung gebracht. Und hatte ja auch Probleme ins Jahr reinzukommen, hat fast die ganze Vorbereitung verpasst. Und ich glaube, dass er jetzt nochmal so einen Schub mitnehmen kann für die letzten Spiele und für uns noch ein wichtiger Spieler sein kann. Ja, gucken wir mal schnell nach vorne. Noch 5 Spiele. Nächste Woche Chemnitz. Wird nicht einfach, aber hier zu Hause mit dem Publikum rücken, geht da auch was. Ja klar, also wenn man jetzt guckt, wir spielen noch gegen die Top 3 der Liga und gegen 2 direkte Konkurrenten um die Playoffs, Hanau und Köln. Und wir wissen natürlich, dass wir noch mindestens 3 Siege holen müssen aus den 5 Spielen, um in die Playoffs zu kommen. Das ist nicht einfach, aber wir spielen zu Hause und dann ist auch mit der Unterstützung des Publikums gegen Chemnitz was drin, da bin ich sicher. Gut, dann sage ich mal danke, bis nächste Woche und viel Erfolg für die restlichen 5 Spiele. Danke und bis Samstag. Samstag. We'll be right back.